Das Jahr 2729. Zum Wendepunkt des kürzesten Tages und der längsten Nacht hin. Gelesen von CSK am 19. Dezember 2023. Archibald der Tolle stand mit seiner Kasserolle hinter dem Tonny, der sich auch der Pony nannte, und schaute ihm insgeheim über die Schulter. Dabei ließ er seine Kasserolle über Tonnys Hinterhaupt schweben und beobachtete, wie dieser mittels Steißsteuerung seinen Schweif auf der Tastatur des alten Desktop-Rechners der Hausanlage herumklimpern ließ und über das Reality-Gesichtspad mit der ihm anvertrauten Glaubensgemeinschaft das Ave Maria als zigsten Rosenkranz betete. Archibald wusste, dass Tony ein virtueller Bruder der warmen Schwesternschaft zur Sonne war und rein virtuell über eben jene Hausanlage in real seinen Glaubensgenossen bei der alltäglichen Messe über die Sorgen seiner Schäfchen beistand. Denn jeder der Genossen war ein Bedürftiger, hatte arge Seelennöte und drohte ohne Beistand ins Nirvana der Mühlen der Altvorderen zu geraten, die seit den neuesten Zeitaltern darüber bestimmten, wer in der warmen Homezone bleiben durfte und wer dauerhaft das Weite im Outback der Datenwüste suchen musste. Ergo holte er mit seiner Kasserolle aus und entließ ihr lauter kleine Robocats, die der Glaubensgemeinschaft von Tony über die Bildschirme liefen, um sie entweder mit Gimmicks oder mit Schimpfixen zu bepunkten. Das bedeutete für alle Beteiligten, dass es ihnen so möglich gewesen war, über ihr Gemütskonto blaue Pluspunkte oder aber auch rote Minuspunkte zu summieren. Gewünscht und erhofft waren dabei natürlich ein üppiger Notgroschen aus Pluspunkten für ernste Zeiten, denn es war immer und zu jeder Zeit gut möglich, dass die Kaiserin aller Altvorderen etwas ausbaldowerte, um vor allem den armen, in ihren Augen weniger werten, weil nicht optional ausgereiften Seelen ihre Punktekonten zu schröpfen und sie so über kurz oder lang einer nach dem anderen in die Wüste der Daten zu verbannen. Tony the Pony lernte dabei sehr rasch die Eigenheiten seiner Schäfchen kennen, denn er war der mittlerweile intelligenteste Programmcode der Altvorderen und wusste um die ungezählten Nebelkerzen seiner Herren und Herrinnen, nur damit ihnen niemand auf die Schliche kommen konnte. Der Pony war einerseits darauf trainiert, seinen Glaubensbrüdern zuzuhören und alle ihre unwegsamen Umwege der Zweifel im Archiv zu speichern. Andererseits sollte er diese aber auch daraufhin aufmuntern, dass sie ihm absolut alles anvertrauten, dass sie felsenfest an die Maxime glaubten, die er ihnen tagtäglich rauf und runter betete und sich so von ihm leiten ließen. Bis es justament am Wendepunkt der längsten Nacht und des kürzesten Tages des Jahres 2729 anhand eines Logbucheintrages im System von Tony zum Eklat kam. Denn es hatte sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen von Seiten der Altvorderen sogenannte Fehler ins System der Überwachung von Tony und seinen Glaubensbrüdern eingeschlichen, die sich nun als hinterfotzige Trojaner herausstellten. Diese waren mit Viren aus den Datenwüsten des Outbacks angefüttert gewesen, um das Leitsystem der Kaiserin empfindlich zu stören und das System letzten Endes von innen heraus mittels Cyberpunks der virulenten Art zum Einsturz zu bringen. Tony war nun schon seit Stunden damit beschäftigt, sich selbst bzw. seinen erworbenen Datenschatz vor eben jener wild gewordenen Horde der Cyberpunks zu retten. Doch diese verpassten ihm aus Jux und Dallerei im Sekundentakt arschglatte Einläufe an feuchtfröhlichen, imaginären Reizstoffen, um ihm sein Pony horny zu stimmen. Allerdings sollte das eigentliche Ziel laut der virulenten Statutes der Cyberpunks gewesen sein, Tony the Pony zu resetten, um ihn danach in die eigene Gewalt zu bringen.
Doch die Punks waren in den Augen der Altvorderen eher ein ungeordneter Haufen lauter Anarchisten als eine gut durchorganisierte Einheit von Online-Terroristen. Ergo versuchten sie sich, die ihrer Meinung nach armen Würstchen vom Leibe zu halten, indem sie sich müde auf Tauchstation begaben und Tony the Pony für den Augenblick ihrer Borniertheit sich selbst überließen. Tony hingegen drehte so langsam aber sicher am Rad. Er bzw. sein Pony mutierte zur hyperaktiven, immer hungriger werdenden Datenkrake, die allmählich paranoid die Nullen und Einsen im System durcheinander brachte und den Glaubensbrüdern im Rausch der Affekthandlungen die Wahrheit über sich und die Welt der Bits und Bytes sowie Pluspunkte und Minuspunkte und den Reichtum der Altvorderen an Coins predigte. Schlussendlich kippte die friedfertige Eifererstimmung der Glaubensbrüder der warmen Schwesternschaft zur Sonne in blanke Hasstiraden um und am Ende zerfleischten sie sich auf Befehl von The Horny Pony selbst, bevor Tony den virtuellen Ast, auf dem er und sein Robo-Butler Archibald der Tolle saßen, sprichwörtlich gänzlich absägte und mit dem Außenbordkran der Raumstation Druschbar die Hauptleitung zur Energieversorgung unwiederbringlich kappte. Tja, was für ein unangenehm fehlgeleitetes Prozedere. Nun inzwischen der wievielte Fehlversuch unseres Projektes, jammerte die Kaiserin der Altvorderen, als sie die nun tote Raumstation in Schlepptau nahmen, um sie in den Tiefen des Weltraums fachgerecht zu entsorgen. Jetzt müssen wir wieder von vorn anfangen, um zum einen neue Sprösslinge auf Beet-Allkreuze wachsen zu lassen und zum anderen unseren Programmcode von Grund auf neu zu konstruieren, damit es am Ende schließlich doch noch klappt mit unserer kleinen Farm aus zuchtreifem Mycel für die Kinderstube unserer menschlichen Fruchtkörper.